Fans, heute habe ich für euch nochmal was für den Gameboy am Start und ich zeige euch das hier wieder auf dem GB Boy Color, weil das aus meiner Sicht immer ganz praktisch ist, sowas zu zeigen. Auf der einen Seite sieht man dann so ein bisschen, wie es halt normalerweise auch auf einem Originalgerät aussieht, auch wenn es kein Originalgerät ist. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich auch etwas besseren Kontrast, ein etwas besseres Hintergrundbild. Das ist für mich ein guter Kompromiss zwischen, ich zeige es euch im Emulator einfach nur auf dem PC, weil das ist für mich dann doch nicht dasselbe, weil man doch so ein bisschen auch sehen will, wie sich das Ganze dann anfühlt. Ich weiß, es klingt komisch, aber ich finde das durchaus nicht unwichtig. Ja, vielleicht seht ihr hier, es handelt sich um Traumatarium und das ist ein recht interessantes Game, finde ich. Es ist ein ziemlich kurzes und ziemlich simples Game. Ja, natürlich hier, das Böse ist wieder erwacht und so. Es ist ziemlich einfach und schnell umschrieben. Und zwar geht es darum, dass ihr euch sozusagen bildweise durch eine Landschaft klickt. Und hier könnt ihr dann immer verschiedene Interaktionen machen. Hier zum Beispiel das Ganze durchsuchen. Oder dann eben weitergehen. Und dann kommt ihr natürlich an verschiedene markante Punkte im Spiel. Wer so ein bisschen alte Point and Click auf dem Game Boy kennt, der wird da wahrscheinlich so ein bisschen wissen, wie es gemeint ist. Ich kann hier halt verschiedene Interaktionen auslösen, wobei man eben auch sagen muss, dass die Interaktionsmöglichkeiten sehr, sehr, sehr begrenzt sind. Was mir aber einfach sehr gut gefällt an dem Spiel ist die Grafik. Das ist auf dem Sound, den mache ich gerade mal lauter. Ist sicherlich auch ganz gefällig. Das heißt, es erzeugt wirklich eine schöne Atmosphäre und man kann eben überlegen, was macht man jetzt? Und man kann da relativ schnell durchrushen. Es ist so ein bisschen auch wie, ja, ich sag mal so ein interaktives Buch. Und das Ganze kann man recht schnell lösen. Aber wie gesagt, ich finde, die Bilder sind einfach gut gelungen und es macht einfach Spaß, da durchzugehen. Es macht einfach auch Spaß, verschiedene Sachen auszuprobieren. Und entsprechend ist es trotz seiner Kürze durchaus aus meiner Sicht empfehlenswert. Natürlich will man hier alles sehen und austesten. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Kampf. Und der läuft dann rundenbasiert ab. Wir haben nicht viele Einflussmöglichkeiten. Ich kann jetzt hier noch ein Item nehmen. Und dann zum Beispiel eben wählen, ob ich essen möchte oder meine Wunden heilen, da mein Lebensbalken jetzt noch in Ordnung ist. Aber mein Überlebensbalken, also indem ich jetzt hier was zu essen zu mir nehmen muss, abnimmt, mache ich das hier natürlich mal. Ja, also insgesamt, wie gesagt, ist das Ganze von den Interaktionsmöglichkeiten arg begrenzt. Aber aus meiner Sicht eben doch toll gemacht. Und hier könnt ihr sehen, ihr könnt auf dieses Menü natürlich auch zwischendurch zurückgreifen und dann zu gucken, ob ihr nicht vielleicht verhungert oder so. Das muss man ein bisschen im Blick halten. Ja, und dann kann man logischerweise sich Raum für Raum vorwärts kämpfen und dann immer wieder verschiedene Aspekte des Spiels erforschen. Ich denke, das reicht hier erstmal. Wir wollen ja nicht das ganze Spiel spoilern. Das wäre, finde ich, zu schade. Aber aus meiner Sicht ist Traumatarium ein ziemlich gut gelungenes Game. Und das kann man eben mal so als Snack zwischendurch spielen. Und ich verlinke euch natürlich, wo ihr das Spiel finden könnt. Und ich finde, es macht eine Menge Spaß. Auch wenn es sehr simpel ist. Es ist aber einfach gut gemacht. Es gibt eine nette Atmosphäre. Und es ist wirklich unglaublich nett gezeichnet. Wer will, kann das Ganze natürlich dann auch im Emulator seiner Wahl spielen. Auf alle Fälle ist das aus meiner Sicht durchaus mal einen Blick wert. Vielleicht schaut es euch selber mal an. Das ist im Bereich Pay What You Want auf Itch und dementsprechend glaube ich, kann man sich da nichts vergeben, wenn man sich das Ganze mal ansieht. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Bis dann, ciao!